Call of Duty Ghosts. Ja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder euer Benny von den Turpic Buddies zu einem neuen Video von uns, zu einem Vorstellungsvideo zum neuen Call of Duty Ghosts. Gerade wurde die Xbox One präsentiert und in dieser Präsentation gab es viele Informationen zum neuen Call of Duty Ghost. Und ja, diese Informationen, alle Informationen, technischen Details und alles mögliche rund um das Game möchte ich euch heute in diesem Video näher bringen. Und ja, ich fange einfach mal damit an. Call of Duty Ghost wird ein ganz neues Spiel, es wird in einer ganz neuen Umgebung spielen. Es wird neue Charaktere geben, eine neue Story, es wird neue Waffen geben, es wird neue Maps geben, es wird eine neue Grafik geben, es wird eine neue Engine geben, alles wird neu. Es wird nicht das, was in letzter Zeit immer ja ein bisschen geupdatete Game. Es wird einfach ein rundum erneuertes Spiel und ich kann es euch schon sagen, das Spiel wird hammergeil. Und ich muss wirklich zugeben, ich war beeindruckt von Battlefield 4, aber das Game hat mich wirklich weggehauen. Ich bin wirklich so geil auf dieses Game und ja, in diesem Video werde ich einfach mal alle Details zum neuen Game, was ersichtlich war, euch näher bringen, euch mit allen Informationen, was kamen, vollstopfen. Und ja, ich packe mal in die Videobeschreibung unten rein die zwei Trailer, die bei der Xbox One Präsentationen zum neuen Call of Duty Ghosts kamen. Die packe ich mal euch in die Videobeschreibung rein, zieht euch die mal an und ja, aber zieht euch auch das Video bei mir jetzt an, ihr gibt wirklich alle Informationen und ja, wie gesagt, hier im Hintergrund läuft ein geiles Gameplay von mir, ein 100 Plus Gameplay auf Nuketown Herrschaft mit der Scorpion E, wo er spielt. Die Aufsätze dabei waren erweiterte Magazine, Schalldämpfer und das Vollmantelgeschoss. Als Perks hatte ich Leichtgewicht, Zähigkeit, Plünderer und Taktikmaske mit und ja, war wirklich ein nice Gameplay, 100 Plus Gameplay und ja, viel Spaß mit dem Gameplay und jetzt kommen wir wirklich weiter zu den Details zu Call of Duty Ghosts. Also dieses Jahr wird wie gesagt alles andere anders, es gibt eine neue Engine bei Call of Duty, die Call of Duty Engine, die Call of Duty Next Gen Engine und ja, wie gesagt, mich hat das Game so beeindruckt und das Coole davon war, es gab so einen Behind the Scenes Trailer, wo wirklich ja, Szenen vom Entwicklerteam hergezeigt wurden und ja, diverse Erfahrungen, Meinungen von denen selber und ja, die kennen wirklich ihre Stärken, die wissen, was sie, warum Call of Duty in letzter Zeit, also in den letzten Jahren so erfolgreich war, das lag einfach am Gameplay. Die haben einfach das geilste Gameplay und die wissen, dass ihre Stärke am Gameplay liegt und daran haben sie auch dieses Jahr wieder festgehalten, sie wollen keine Fehler machen. Aber sie wollen natürlich auch viele andere wichtige Details und andere Neuigkeiten in das Spiel einbauen, wie eine neue Grafik-Engine. Und ja, das haben sie meiner Meinung nach, was man bis jetzt sehen konnte, wirklich erfolgreich und gut geschafft. Ja, der ein oder andere wird jetzt sicher sagen, ja, das ist ja nur leeres Gerede. Die haben uns in den letzten Jahren immer so, ja, verarscht. Und warum sollten die dieses Jahr dasselbe nicht wieder mit uns machen? Und ich kann es nur so sagen, ich rede jetzt so überragend von dem Spiel daher, aber ich finde es wirklich so geil und was man da wirklich gesehen hat, die haben ja Entwicklungsdetails ja, hergezeigt und es war wirklich der Hammer, es sah gut aus, natürlich ist das auch teilweise viel gut dahergeredet, aber es sah wirklich geil aus, das muss man wirklich so zugeben. Ich und der Hauptner haben ja auch ein wenig ein Background-Wissen in Sachen von programmiertechnischen Sachen, wir sind ja quasi Programmierer und wir kennen sich mit dieser ganzen Thematik aus, wir kennen sich mit Spielentwicklung aus und das sah wirklich hammergeil aus, was die da hergezeigt haben. Das ist nicht das ja, alte, verranzte Game, das überarbeitet wurde, das ist wirklich ein ganz neues Game. Es sieht komplett anders aus von der Grafik, es gab da so viele Verbesserungen, aber da kommen wir jetzt dann in Kürze darauf. Zuerst möchte ich noch zu einem anderen Punkt kommen. Ja, Microsoft und Activision, die arbeiten ja wirklich miteinander und das hat man ja die letzten Jahre auch übergesehen, zum Beispiel jetzt speziell bei Black Ops 2, da gab es ja immer wieder für Black Ops 2 für die Xbox-Spieler, ja, vorzeitig irgendwelche DLCs oder sonstiges, die wurden da einfach teilweise bevorzugt und das liegt einfach aufgrund der Zusammenarbeit und das wird auch bei Call of Duty Ghost leider, muss man fast sagen, nicht anders sein. Da werden wahrscheinlich die PlayStation 4 Besitzer dann wieder etwas benachteiligt werden und auch die PC Besitzer, aber ich habe ja auch ein gutes Video zu zur neuen Xbox One gemacht, also wo ich diverse Details vorgestellt habe, das könnt ihr euch auch anschauen, das habe ich dann am Ende des Videos verlinkt und ja, da war auch meine Meinung, glaube ich, gut rauszuhören, ich fand die neue Xbox One auch hammergeil und ich werde mir die wahrscheinlich auch zulegen und deshalb werde ich da persönlich wohl eher nicht so benachteiligt sein, aber die Leute von euch, die dann eher, ja, ich möchte Call of Duty Ghost eher für die PlayStation haben, die werden dabei wieder etwas benachteiligt werden, denn es wird wieder exklusiven, ja, vorzeitigen Inhalt für Call of Duty Ghosts für die Xbox-Besitzer geben. Ja, aber jetzt kommen wir wirklich zur Grafik und
Die neue Engine, die ist wirklich der Hammer. Man hat schon vor ein paar Monaten da mal ein bisschen reinschauen können in die neue Engine und die Models, die sehen einfach so realistisch aus. Man kennt da kaum, wirklich kaum noch Unterschiede zum echten Models. Die Haut, da gibt die Texturen, da gibt es einfach alle möglichen Features, die da eingebaut haben. Man kann Haare oft erkennen, man kann die Poren erkennen, man kann Dreck hinter den Fingernägeln erkennen, man kann Schnittwunden erkennen, das Blut und alles sieht wirklich realistisch aus. Und von der Grafik her, es ist wirklich der Hammer. Da gab es ein paar Vergleichsszenen mit Modern Warfare 3, der Jungle Map und eine Jungle Map in Call of Duty Ghosts und wie da die Texturen alles aussieht, wie die Bäume sich bewegen, wie die ja, Pflanzen, wie das Gras aussieht. Wirklich eine hammergeile Grafik. Und ja, das wird ja immer davon Battlefield geredet, die haben so eine gute Grafik, aber ich glaube, ja, da kann jetzt Call of Duty auch leicht mithalten und ich finde das nur geil und ich glaube, da kann jeder nur froh drüber sein, dass wir hoffentlich zwei geile Games wieder haben werden mit Call of Duty Ghosts und Battlefield 4. Ja, Gott sei Dank gab es ja auch schon Multiplayer-Informationen, aber ich möchte jetzt zuerst mal zum Singleplayer kommen, da gab es ja auch ein paar Informationen. Und ja, im Singleplayer und überhaupt im ganzen Spiel, da sollen einfach auch mehr Emotionen verpackt werden, es soll einfach alles emotionaler werden und das war auch ein Ziel, das die Entwickler angestrebt haben. Dabei soll es bei dem Singleplayer, die Story, da soll es einfach darum gehen, dass da, ja, so habe ich das einfach rausgesehen, man hat da quasi die böse Regierung und dann gibt es die kleine Gruppe, die sich gegen diese Regierung wehrt, das sind dann die Ghosts und die kämpfen ja unabhängig und ja gemeinsam gegen die Regierung und wir wollen einfach die Gegner, die Feinde eliminieren, die wollen die fertig machen, die wollen die Regierung zu Fall bringen und dabei sind die Spieler, also die Ghosts, quasi die Underdogs, was einfach trainierte US Special Force, wie nennt man das, Einheiten, Mitglieder, Soldaten, genau, Soldaten sind und ja, die kämpfen einfach gegen die Regierung und ja, es wurde ja schon ein bisschen, es kam ein bisschen durch, es soll ein bisschen, ja, leicht in der Zukunft spielen, wobei Waffen sind, die man jetzt momentan in dieser Zeit zu finden hat, die es hier gibt bei uns und ich, soweit ich das, glaube ich, mitbekommen hat, da haben die Ghosts, also diese kleine Gruppe, mit der man spielen wird, die haben da eher, ja, normale Waffen wie eine AK-47, eine M16 oder und so weiter und gegen diese Leute, die man kämpfen muss, die sind da ein bisschen moderner, die haben ein bisschen futuristische Waffen, also so hat das für mich ein bisschen ausgesehen und ja, das wird einfach die Story sein, man kämpft also gegen das, die böse Regierung, mal wieder könnte man fast sagen, gibt es ja schon in einigen anderen Shootern, aber so für mich hat die Story wirklich ja, geil ausgesehen, dass es da die kleine Gruppe gibt, die gegen die Regierung kämpft. Von den Waffen her, also wie gesagt, es gibt normale Waffen, man hat da eine AK-47, eine M16 und ja, so weiter gesehen und ja, natürlich sagt eine, ich habe erst gesagt, es gibt ganz neue Waffen, aber die gab es ja schon in anderen Teilen, natürlich, aber die wurden wirklich komplett neu überarbeitet, neu designt und sehen jetzt einfach hammergeil aus und warum sollte es die Waffen auch nicht geben, denn die gibt es ja auch in echt genauso und ja, einfach, ich finde es wirklich geil. Dann gibt es noch andere weitere Erweiterungen. Man kann einen Helm wirklich ja, eigen bearbeiten, eigen designen quasi. Man kann da eigene Dinge draufschrauben und es gibt wirklich individuelle Helme, die verschiedene Eigenschaften haben, dass man zum Beispiel auf weite Distanz besser sehen kann. Und ja, das war wirklich ziemlich cool. Und ja, ach ja, ganz cool war auch noch. Die Hunde gibt es wieder in Call of Duty Ghost und die haben die ganz neu überarbeitet. Ja, die haben jetzt einfach ein neues Model, die sehen einfach viel realistischer aus. Die haben da einen echten Kampfhund der amerikanischen Spezialeinheit herangenommen und haben den quasi ja nachmodelliert und das sieht wirklich hammer aus, viel realistischer als der Hund in den anderen, in den älteren COD-Teilen. Und ja, dieser Hund soll jetzt nicht nur eine Killstreak oder so, sonst irgendetwas ein Multiplayer sein, das soll wirklich ein funktionierendes und ja, ein Mitglied eines Squads sein, ein Mitglied eines Teams, das einfach Sprengköpfe und so weiter ausfindig macht, aber auch das Team verteidigt, die Gegner angreift und ja, das hat wirklich cool ausgesehen und ich bin da wirklich echt gespannt drauf, wie das Ganze wird. Es sah wirklich, wie gesagt, Hammer aus. Ja, ich würde sagen, ach genau, zur Grafik, da können wir noch ein bisschen genauer eingehen. Es gibt da diverse Verbesserungen mit Licht- und Schattenspiel, die Umgebung, wie gesagt, die Bäume, die sehen einfach alles realistisch aus, die Bewegungen der Blätter und alles Mögliche.
wie gesagt, in den Trailer und so weiter, da sah das wirklich hammer aus und ja, das kann da leicht mit Battlefield mithalten. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil für die meisten wahrscheinlich da draußen für euch, der Multiplayer. Ja, der Multiplayer, das interessiert auch mich am meisten und ich glaube so ziemlich die meisten da draußen. Und der wurde auch komplett neu entwickelt und hat natürlich wieder Stärken von den alten COD-Teilen eingebaut. Warum sollte man das auch nicht machen? Jedem gefallen da ein paar Sachen davon, aber es wurde das Ganze... ja, ein paar Movements erneuert. Man kann zum Beispiel, es gibt eine neue Springanimation, um über diverse Gegenstände zu springen, ja, um da so elegant drüber zu springen. Das sah wirklich im Trailer nice aus. Eine neue Springanimation, es gibt so eine neue Lean-Animation, also dass man sich um so einen Gegenstand, ja, herumlehnen kann. Und ja, eine neue Slide-Animation, die wirklich gut aussieht, und während der Slide-Animation kann man auch schießen und kann diese auch verwenden, um ja zwischen Deckungen hin und her zu sliden quasi, um sich da einfach in Deckung zu bleiben. Und ja, es sah wirklich extrem geil aus, aber wie kann man jetzt sagen, was wird sich jetzt vom neuen Multiplayer-Modus in Call of Duty Ghosts von den älteren unterscheiden? Also es wird sich vom Gameplay her, es wird wahrscheinlich im grundsätzlich halbwegs ähnlich bleiben, warum auch nicht. Das Game ist meiner Meinung nach wirklich saugeil, also dieses Game, was man jetzt halt vom Multiplayer her, von der Bewegung, vom Movement her, da gibt es einfach nichts zu sagen. Da hat einfach zum Beispiel Battlefield keine Chance, weil das Gameplay einfach so geil ist, und es gibt da einfach diese Veränderungen, die ich gerade aufgezählt habe, vom Movement her, Grafikveränderungen und vom Spielablauf. Ich glaube, dass eher alles ein bisschen mehr auf Deckung, ja, ausgerichtet ist mit dieser neuen Lean-Funktion, die es natürlich jetzt auch schon in Black Ops 2 gibt, aber die wurde natürlich grundlegend umgebaut und verbessert, aber auch mit dieser Sliding-Funktion. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Ganze wird. Man muss dann noch abwarten und vielleicht ein, ja, ein Multiplayer-Gameplay abwarten, aber es sieht einmal wirklich geil aus und man kann sich da auf was wirklich Geiles gespannt machen. Von den Multiplayer-Maps, ja, die sollen wie in Black Ops 2 jetzt schon am Schluss bei den DLC-Maps eher dynamisch ablaufen. Es soll da diverse Raucheffekte geben, ja, einfach, dass diverse Flutwellen wie in Hydro kommen, und ja, da gibt es einfach ein paar coole Features oder auch Feuerexplosionen oder dass zum Beispiel Baumstämme von diversen, ja, höheren, zum Beispiel von einer kleinen Erhebung runterrollen kann, die einem töten kann. Und ja, die Maps sollen wirklich dynamisch gestaltet werden. Ein Erdbeben soll es auch geben in dem Multiplayer. Und ja, das sah einfach wirklich grandios cool aus. Und da kann man sich, glaube ich, wirklich auf was gefasst machen. Inwiefern Explosionen und Zerstörung jetzt ein Part des Spiels sein wird, das war nicht ganz so bekannt. Man hat mal ein paar Häuser zerstört, ein paar Häuser gesehen, die zerstört wurden. Ob das jetzt im Multiplayer wirklich so umgesetzt wurde, wie zum Beispiel in Battlefield, wurde jetzt nicht bekannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das brauche ich nicht unbedingt. Denn wenn man wirklich alles zerstören kann, dann wird das Spiel ein bisschen zerstört. Also ja, da muss man abwarten, was kommt. Und ja... der Fokus von Call of Duty lag, wie gesagt, wieder am Gameplay. Da wollte man sich voll und ganz darauf konzentrieren, und da hat man meiner Meinung nach und wird man auch meiner Meinung nach wieder das bessere Gameplay haben. Das wird sicher wieder hammergeil werden, wie in den letzten Jahren. Aber wirklich gesagt, man hat bei der Grafik und alles mögliche Verbesserungen durchgeführt, und ja, das Game wird sicher der Hammer. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keine Details vergessen. Ach genau, das habe ich noch vergessen, man kann den Charakter zum Beispiel beim Multiplayer komplett, also eigenständig designen, ausstatten, man kann alles verändern, man kann ihm einen eigenen Helm geben, man kann ihm eine eigene Rüstung geben, also so einen Anzug, da kann man wirklich alles individuell auswählen. Und ja, was ein bisschen so vom Gameplay erkennbar war, man kann, glaube ich, da diverse... ja, Angriffstaktiken ausspielen, wie zum Beispiel, dass man einfach Stealth, also ganz leise und unbekannt durchgeht und die Leute unbekannt ausschaltet, oder man kann auch ja mal wild irgendwelche Granaten werfen und alles, ja, zerstörenmäßig machen, dass man da wirklich alles in die Luft jagt und so. Aber wie gesagt, wie weit das jetzt mit der Zerstörung und so vorhanden ist im neuen Call of Duty, das weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Aber naja, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen, und ich hoffe mal, ich habe euch mit allen möglichen Informationen, die es bis dato gibt, versorgt, und ihr seid jetzt voll und ganz, ja, vorbereitet und habt alle Informationen, die
fürs neue Call of Duty Ghosts und vielleicht seid ihr auch so ja, überrascht und geil auf das Game. Ich freue mich wirklich riesig auf Call of Duty Ghosts. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Von uns wird es in Zukunft wirklich alle möglichen Informationen zum neuen Game geben. Es wird auch dann wieder, falls wenn das Game herauskommt, Klassensetups und alles mögliche kommen. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch so wie ich auf das Game. Schreibt mal in den Kommentaren rein, was ihr von dem Game haltet. Und ja, vergesst bitte nicht auf die Bewertung des Videos. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Come on.